Willkommen zurück bei Modern Warfare. Wir sind immer noch mitten im Krieg. Jetzt sollen wir das Mörser ausräumen. Fällt leider Baum um. Das, oh. Ruhig bleiben. Steht ja unten rechts, ne? Viel Spaß und cool bleiben. Ich gehe, aber nicht alleine. Garrick, geh mit Hadir. Schaltet das Mörser-Team aus und kommt dann zurück. Marines, unterstützt sie. Ja, Sir. Hurra! Na komm. Woher? Los. Richtig. Das Mörser an die Tür, Sergeant. Ja, an die Tür. Geschlossen. Hilf mir über die Mauer. Ich bringe uns rein. Okay, dann. Das hat man von der anderen Seite nicht geschafft. Wir sind am Zielgebäude. Gehen rein. Verstanden. Wir stellen Feuer ein. Cool bleiben. Nach oben, los. Ja, warte. Ich hab gerade die falsche Waffe weggeschmissen. Das kam jetzt echt überraschend. Was? Und hier gehen wir. Alle Einheiten, hier Bravo 26. Alle Mörser ausgeschaltet. Das Gebäude ist sicher. Zurück zum Gelände. Sergeant, zurück zum Gelände. Ja, ja. Schwester, da kommen noch mehr Kämpfer. Im Feld. Sie sind auf dem Gelände. Sie haben den Wolf gleich. Ah. Zur Residenz zurückziehen. Sie sind drinnen, Captain. Michael Teller ist in die Residenz eingedrungen. Das ist die Residenz? Wir werden aus der Residenz beschossen. Sie wollen sich den Wolf holen. Schnell darüber, sichert den Wolf. Ah. Cool bleiben. Wir werden aus der Residenz beschossen. Den Wolf holen! Schnell darüber! Sichert den Wolf! Das machen wir von hier. Was natürlich nicht geht! Bravo, hin zur Residenz! Sofort! Feuer, Einstein! Kai, zum Schutzraum des Wolfs in der Residenz!
Was ist denn jetzt? Unglaublich undynamisch. Rein da, Garrick. Der Hund ist dadurch. Lass mich los! Warte! Garrick! Stacy, verschwinden Sie sofort! Die klemmt, hilf mir! Sicher. Alles gut. Oder auch nicht. Er ist weg. Sie sind durch die Mauern. Verdammt! Sie haben ihn, Captain. Wir finden ihn. Hadir, bring dein Team zur Kreuzung. Bring alle, die du hast. Ja, Schwester. Was ist der Plan, Pfarrer? Der Wolf ist jetzt beim Schlechter. Terrorzellen in der Stadt verstecken sie. Bravo wird jedes Haus durchsuchen. Meine Leute helfen. Wenn sie in die Berge entkommen wollen, gibt es nur einen Weg. Tariq Almut, die Straße des Todes. Russen haben sie bei der Invasion zerbombt und die Fliehenden getötet. Bei der Kreuzung ist ein kleines Dorf. Ich habe Hadirs Kämpfer hingeschickt für einen Hinterhalt. Okay. Alex und ich stoßen dazu und gehen über der Straße in Schussposition. Auf der Lauer für den Wolf. Der Highway ist unter uns. Hadirs Verstärkung ist in Position für den Wolf. Wir draußen kriegen uns die Russen leicht. Ja, die Zeit ist knapp. Barkows Männer jagen uns. Er hat keine Kontrolle. Er will sie zurück. Hier anhalten! Bewegung! Wir müssen den Wolf am Pass abfangen. Vor dem Krieg gab es hier Familien und Lachen. Lachen ist die beste Medizin. Kennst du ein Witz? Wie nennt man einen schlafenden CIA-Agenten? Wie? Einen verdeckten Ermittler. Ja. Nicht schlecht. Ist besser in meiner Sprache. Das war in deiner Sprache. Die brauchen wir noch. Ja, Mann. Guckt euch das mal an, so bescheuert. Hadir hält für uns die erhöhte Position. Mein Vater nannte Hadir den Schabal, seinen kleinen Löwen. Was ist aus ihm geworden? Er starb im Kampf. Halte uns auf dem Laufenden. Alex, hier lang. Hadir wartet auf uns. Er sollte alles mitbringen, was er hat. Alex, sieh dir das an. 338 Lapua. Panzerbrechend auf 600 Meter. Ich habe das selbst zusammengebaut. Bitte, benutze sie. Okay. Heißes Eisen, Bruder. Schütze sie mit deinem Leben. Sie tut es auch für dich. Danke, Hadir. Perfekt für diese Entfernung. Ich übernehme das Sichten, Alex. Wir sind jetzt Brüder. Mach mich stolz, Alex. Benutze dein Visier. Machen wir dich bereit. Achte auf das schimmernde Licht beim Highway. Ja. Passe jetzt die Vergrößerung an. Bin schon dran, Commander. Wie förmlich. Ali! Stoß zu den anderen. Ja, Commander. Bleib an ihm und du siehst mein Team an der Straße. Ja, ich sehe sie. Mhm. Sie unterstützen uns, wenn wir den Al-Katala-Konvoi angreifen. Ah ja, platziere ein Ziel beim Bus. Tikrami, Bintelam. Entuchwani. Vertikale Striche sind für die Distanz. Jeder steht für 200 Meter. Sergei. Hattemu, Tavjir.
Das Ziel ist 400 Meter weit weg. Ziele zwei Striche darüber. Zwei Striche, verstanden. Der Wind lenkt deine Schüsse vom Ziel ab. Die Flaggen zeigen seine Richtung. Schieß dann gegen den Wind. Erledigt. Und feuern. Treffer! Sie spricht mit dir, Alex. Mein Bruder, dein größter Fan. Probieren wir noch ein Ziel auf anderer Reichweite. Ziemlich weit hinten ist ein blaues Haus. Siehst du es? Hm? Sichtkontakt zum blauen Haus. Da ist Obst auf der Kühlbox. Distanz 600 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Na dran. Weiter link. Treffer. Er ist ein wahrer Obstkiller. Das habe ich gehört. Yahweh, passt auf, Jungs. Jetzt sollte alles passen. Nutze immer die Umgebung zu deinem Vorteil. Flaggen zeigen die Windrichtung und Orientierungspunkte die Distanz. Verstanden. Gut. Und jetzt achte auf Aktivität auf der Straße. Sie werden bald da sein. Okay. Nichts als Wind. Ich hab was bei der Ölpumpe. Bei welcher? Nur ein paar streunende Hunde. Ach, die. Sichte weiter die Straße. Der Wolf wird bald da sein. Das wahre Leben eines Snipers. Ich höre was. Mein Fahrzeug nähert sich von Osten. Verstanden. Nicht angreifen. Sie haben ein Fahrzeug gesichtet. Rechte Seite. Könnte der Wolf sein. Oder seine Männer. Wir bekommen endlich etwas Gesellschaft. Sieht nicht nach dem Wolf aus. Das sind Speer des Wolfs. Noch nicht schießen. Erst bei freiem Schussfeld. Na, die parken natürlich hinterm Haus. Ali, siehst du sie? Sie klettern auf das Dach. Augen aufs Dach, Alex. Zwei, auf dem Dach. Ja, ich sehe sie. 400 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Du musst zwei Striche über dem Ziel anvisieren. Guter Treffer. Noch einer. Guter Schuss. Zwei Speere weniger für den Wolf. Ali, du kannst jetzt hin. Okay. Mal kurz ausholen. Er ist einfallsreich. Er lässt eine Falle für die Männer des Wolfs vorbereiten. Alex, gib dem Team Deckung. Den Wolf zu töten garantiert uns nicht das gestohlene Gas. Stimmt. Was ist, wenn du es nicht findest? Das muss ich. Ich höre was. Da hinten. Achso, das sind unsere. Oh, eine kleine Sprengladung. Mashi, Ntuzuru el-Ishara. Die Männer des Wolfs müssen zum Passieren den Wagen bewegen. Warte, bis sie nah genug dran sind und sprenge ihn dann. Kommt denn noch keiner, oder? Verstanden. Es geht los. Seid tapfer, Freunde. Die Soldaten des Wolfs sind hier, Alex. Rechts vom Highway. Drei Alcatala-Fahrzeuge. Verstanden. Nicht feuern. Lass sie näher ran. Soll ich angreifen? Nein, sie müssen näher ran. Näher. Na los, nicht so schüchtern. Sie sehen ihn. Sie gehen zum Truck. Hadir. Ich seh's. Bereit machen, Alex.
Guter Schuss, Alex. Treffer. Auf die Fenster achten! Tolle Treffer! Riecht! Alex, linke Seite! Tolle Treffer! Im Bus! Alter, ich rock die weg! Sie gehen in den Gebäuden in Deckung! Was? Der Wolf hat Verstärkung geschickt! Hadir, zieh dein Team zurück! Wir dürfen nicht nachgeben! Tu es! Ali, zurückfallen! Sofort raus da! Schieß auf die Motoren! Halte sie auf! Erledigt! Okay, das wird nichts mehr. Sehr ein klein. Halt, Mörser! Alex, schalte sie aus! Achte auf das Mündungsfeuer, wenn sie schießen. Hinlegen. Alles im Blick. Sie sind erledigt. Alex, da ist noch ein Alcatala-Mörser. Schalte es aus! Wo? Da. Im Visier. Sicher, sie sind tot. Negativ. Da draußen ist immer noch ein Mörser. Kein Sichtkontakt. Was siehst du? 600 Meter. Aktivität am blauen Haus. Sehe sie. Mörser-Team ausgeschaltet. Selbstmordtrakt! Linke Seite! Linke Seite! Halte den Truck auf, Alex! Triff den Truck! Den Truck! Noch einmal! Sie laufen den Fahrer! Dein Ernst jetzt? Schieß, Alex! Schieß! Er kommt viel zu nah! Ah. Alex!
Was ist denn das für ein Bullshit? Auf 600 Meter Panzer brechen, dann muss ich das Ding 6-mal treffen. Mercer-Team ausgeschaltet. Selbstmordtruck! Linke Seite, linke Seite! Halte den Truck auf, Alex! Alter! Danke für den Tipp. Schieß, Alex! Schieß! Er kommt viel zu nah! Alter, das war eine ganz schöne Explosion. Das war knapp. Gut geschossen, Alex. Der Wolf wird wohl kommen. Sonst würden sie nicht mit Truppen den Weg freimachen. Platziere USB-Faust, Bruder. Hadir und ich sichern die Umgebung, Alex. Geh zum östlichen Bunker und rüste dich für den Wolf aus. Das ist ein Bunker. Was ist eine AK? Die ist halt eigentlich scheiße, aber... Ich hab Vorräte, kann ich jetzt rausgehen? Noch mehr Sprengsätze, Hadir? Genau wie beim letzten Mal. Wenn Feinde näher kommen, zünden. Halte Abstand. Da würde ich gerne wohin gehen. Alex, Captain Price ruft über Funk an. Er meint, es sei dringend. Nee. Bitte. Hier 3-1. Alex, der Wolf ist aus der Stadt geflohen. Er ist unterwegs zu euch. Und die Russen sind gleich dahinter. Runter! Feindkontakt! Unten bleiben! Sie dürfen euch bestätigt nicht sehen! Sind unterwegs! In Deckung bleiben! Ist da. Er ist unterwegs zu euch. Und die Russen sind gleich dahinter. Hallo! Runter! Feindkontakt! Unten bleiben! Sie dürfen euch bestätigt nicht sehen! Sind unterwegs! In Deckung bleiben! Die Schüsse kamen vom Highway! Erledige ihn jetzt! Wenn du mir sagst, wo? Alex, finde den Scharfschützen! Das Sonnenlicht spiegelt sich im Zielfernrohr. Achte auf das Glänzen. Wind hat gedreht. Er ist jetzt viel stärker. Das musst du berücksichtigen. 4 Striche nach links. Neue Zielsuche. Positioniert sich neu. Müsste trotzdem hier irgendwo sein. Er positioniert sich neu. Er positioniert sich neu. Hab ihn. Guter Schuss, Alex. Alcatala sammelt sich beim Highway. Das könnte er sein. Das sind 600 Meter, Alex. Schalte sie aus. Ach so. Oder so. Russische Mix! Barkovs Armee wird bald da sein! Schwester, Rauch! Weißer Rauch da links! Russische Transportpanzer im Nordwesten. Alex, du musst sie irgendwie aufhalten. Wir kommen nicht durch die Panzerung. Ziel auf die Reifen.
Schieß auf die Reifen, um sie zu bremsen! Los jetzt! Das ist eine komische Mission. Komisches Gameplay gerade. Muss da, sagen sie, Panzer durchdringen, muss auf die Reifen schießen. Ein dezent komisches Gameplay. Alter, fickt euch. Echt jetzt. Ein bisschen dumm gerade. Ja, ich weiß, die Time to Kill haben sie im ganzen Spiel ein Stück runtergenommen. Sag mal deine vorher Bescheid, hallo, ihr braucht Gasmasken. Keine Wahl, Pfarrer. Es geht nicht anders. Nein, nicht so. Schwester. Schwester. Alex. Hör mir zu. Ich stahl das Gas von den Russen, um uns zu helfen. Nur um uns zu helfen. Sag es, Pfarrer. Sag's ihr, Alex. Okay.
So, hier machen wir wieder einen kleinen Cut. Ihr kennt das von mir. Richtig schön reingrätschen in die Scheiße. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr noch nicht habt. Am besten auch die Glocke, damit ich euch richtig auf den Sack gehen kann. Bis dahin, auf Wiedersehen.